Jawohl, ganz herzlich willkommen zum Vortrag über Timelens und die Zukunft der Videonavigation. Schön, dass ihr hergefunden habt. Ich bin Blinri. Ich mache so Sachen wie Pixel Art und ich designe Logos für verschiedene Open Source Projekte und Communities und so. Das macht mir Spaß und manchmal zeichne ich IKEA-Anleitungen, die erklären, wie Algorithmen funktionieren, völlig ohne Wörter. Oder ich mache solche Nerd-Shirts mit irgendwie Metal-Band-Anspielungen drauf. Das heißt, ich bin insgesamt irgendwie ein sehr visueller Mensch. Und das Thema, über das ich euch erzählen möchte, hat auch damit zu tun. Wir machen einen Zeitsprung zurück ins Jahr 2011. Da brauste ich irgendwie so im Internet rum und fand diese Webseite hier, den Movie Barcode Tumblr. Was die Leute da machen, ist, die nehmen einen Kinofilm und visualisieren dann den Farbverlauf über die Zeit. Ja, das heißt, in diesen Bildern ist es immer so, dass von links nach rechts so die Zeitachse läuft und dann sieht man halt an der Stelle jeweils im Film irgendwie, wie die primäre Farbe an der Stelle ist. Ja, und zum einen fand ich die total hübsch, diese Bilder. Und zum anderen saß ich irgendwie zu einem Zeitpunkt mit einer Freundin zusammen und wir haben uns ein Spiel daraus gemacht, irgendwie uns mal drei solche Bilder zu zeigen und dann quasi die Titel zuordnen zu lassen, ohne dass wir wussten, welches ist. Und da bekam ich dann zum Beispiel diesen hier. Und was mir dabei als erstes auffiel, war dieser schwarze Streifen in der Mitte. Das heißt, da ist wirklich für ein paar Minuten irgendwie nur Schwärze zu sehen in dem Film. Und das fand ich super weird erst. Und dann guckte ich so die Farbtemperatur irgendwie des restlichen Films an und so und erinnerte mich, dass ich in der Schule mal den Film Gandhi gesehen hatte. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Da gibt es in der Mitte so eine Gedenkminute für Demonstrierende, die erschossen wurden. Und das ist halt so markant in diesem Bild hier, dass ich das anhand dieses Features erkannt habe, was das für ein Film ist. Und das fand ich irgendwie super mindblowing, irgendwie diesen Zusammenhang. Und dann dachte ich so ein paar Tage darüber nach, irgendwie ließ mir das im Kopf rumgehen und dachte, eigentlich ist es ja schade, dass wir zum Navigieren durch Videos dieses Interface benutzen. Das ist jetzt so, wie es in VLC aussieht. Einfach so eine eindimensionale Leiste irgendwie, wo man drin rumzuppeln kann und man kriegt noch so angezeigt, wo man gerade ist und wie lang das gesamte Ding ist und so. Aber besonders expressiv ist das jetzt irgendwie nicht, so dass ich dachte, wäre es nicht viel cooler, wenn wir sowas hier hätten irgendwie, wo man dann den Farbverlauf in diesem Navigationselement sieht und dadurch so ein bisschen die Struktur erkennt. Und was das halt macht, ist, es gibt uns irgendwie so einen Blick durch die Zeit. Also bei diesem Interface hier sieht man halt irgendwie nur an einer Stelle ein einzelnes Frame irgendwie zu einem Zeitpunkt. Und wenn man so etwas hat, dann kann man halt irgendwie die Struktur sehen über die Zeit. Es ist so ein generellerer Blick. Und das fand ich irgendwie cool. Und ich fing dann irgendwie an, so ein Bash-Script zu bauen, irgendwie was auf Videos aufgerufen werden kann und einzelne Frames rausrechnet, irgendwie die irgendwo hinspeichert und dann zusammenskaliert und hintereinander hängt. Und habe mal angefangen, das zu benutzen in einem Videoplayer. Irgendwie habe ich furchtbar reingefrickelt und fand das ziemlich cool. Ja. Und bevor ich weiter erzähle, was danach passierte, möchte ich euch jetzt auch mal die Gelegenheit geben, so ein bisschen vielleicht meine Erfahrung nachzuvollziehen, wie das für mich war, irgendwie einen Film anhand dieser Visualisierung zu erkennen. Ja, das heißt, was ich mit euch machen möchte, ist, ich zeige euch so ein Bild, gebe euch keine Antwortmöglichkeiten oder so, sondern ihr könnt einfach mal gucken, ob ihr erkennt, was das für ein Film sein könnte. Und das könnt ihr einfach reinrufen. Ja, dann gucken wir mal, was passiert. Genau, sonst gebe ich Tipps und so. Mal gucken, wie schwer das ist. Ich kann das echt nicht gut einschätzen. Es sind alles ziemlich bekannte Kinofilme, kann ich dazu sagen. Genau. Gucken wir mal, was da passiert. Also, das ist das erste Bild, das ich hier habe. Ja, das ist nicht Avatar. Das ist eine gute Idee für die Buntheit, aber da kommst du drauf wegen des Blaus wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, das ist Finding Nemo. Genau, tatsächlich. Hast du irgendwie eine Idee, wie du drauf gekommen bist? Ja, ganz genau. Ja, also dieses Orangene hier, das ist die Szene, wo sie in dieser Koralle sich unterhalten irgendwie. Genau, und dann kommt irgendwie in der Mitte viel Wasser. Hier ist irgendwie so ein bisschen pink. Da machen sie so ein Rennen durch einen Quallenschwarm irgendwie. Genau, und ganz auffällig ist auch diese grüne Szene hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnert, da wachen sie irgendwie eines Morgens in einem völlig veralkten Aquarium auf. Ja. Und da sieht man halt auch irgendwie in diesem Streifen sehr gut, wie lang diese Szene ist und wo sie sich befindet. Genau, cool, okay. Gucken wir mal das nächste an. Was könnte das sein? Ja, da kommt es sofort, genau. Okay,
Das ist anhand der Grundfarbe auch ganz gut zu erkennen, ne? Ich dachte, weiß ich nicht, hier ganz hinten zum Beispiel gibt es irgendwie diese relativ regelmäßige Struktur, diesen Zoom durch diese Zeichen, das ist am Anfang irgendwo auch. Genau. Ansonsten gibt es hier diese weiße Szene zum Beispiel, wo sich Neo und Morpheus in dieser VR-Umgebung irgendwie unterhalten über das, was bisher passiert ist. Genau. Und hier an dieser Stelle dachte ich, das ist auch so super grün, ne? Das ist bestimmt auch irgendwie voll fancy Computereffekte und so. Aber tatsächlich ist das nur diese Räumlichkeit, die einfach irgendwie grüne Tapeten im Hintergrund hat. Also das ist gar nicht so spannend, wie ich dachte. Genau, aber es passt auch zu der Farbigkeit dazu. There is no spoon, genau. Ja, gut. Nächster Film. Der ist wieder super bunt. Der ist eher für Kinder, sage ich mal. Ist ein Kinderfilm. Ist nicht Ernst, nein. Ist auch nicht Chaos, das wäre aber eine gute Idee. Ne? Man sieht an vielen Stellen irgendwie so blauen Himmel und Natur drunter und so. Genau, irgendwie Nachtszenen zwischendurch. Das große Krabbeln ist, hätte bestimmt auch eine ähnliche Farbigkeit. Insofern ist das eine gute Idee, ist es aber auch nicht. Aber das geht schon alles in die richtige Richtung, was die Art von Film angeht. Also ist auch nicht Shrek. Es gibt am Ende, das ist relativ auffällig, ist irgendwie ganz viel Rot zu sehen. Ne? Und ich weiß jetzt natürlich nicht, was ihr so als Kinder für Filme geguckt habt. Es ist König der Löwen, genau, in der Tat. Also viel, viel unter blauem Himmel, sie draußen rumlaufen irgendwie, genau. Hier sind sie irgendwie im Wald unterwegs oder so. Es gibt immer wieder Nachtszenen irgendwie, die ein bisschen gruseliger oder trauriger sind. Und ganz am Schluss gibt es dann dieses Showdown, wo irgendwie alles anfängt zu brennen und das ist diese Szene hier, genau. Ja, gut. Okay, zwei habe ich noch, das ist der eine davon. Was fällt da auf? Es gibt am Anfang auch so ein paar Draußen-Szenen offenbar mit blauem Himmel und irgendwie Erde oder Sand oder so unten. Und später kommt das dann gar nicht mehr vor. Da ist dann irgendwie alles relativ dunkel und ein bisschen funky beleuchtet. So. Genau. Ist die richtige Art von Film auf jeden Fall. Aber es ist nicht Tron und es ist nicht Interstellar. Das ist noch auffällig. Ganz am Anfang gibt es irgendwie so gelbe Dinge auf schwarz, die sich irgendwie bewegen. Es ist Star Wars, genau. Der allererste davon. Also Episode 4, ne, wie sie heutzutage heißt. Das ist diese Szene hier, genau. Weiß ich nicht, hier sind sie auf diesem Wüstenplaneten zum Beispiel. Das ist relativ kurz. Genau, und später sind sie halt irgendwie im Weltall und in Raumschiffen. Und das ist alles relativ funky beleuchtet. So. Genau, schießen irgendwie rum. Ja, gut, genau. Das ist der letzte, den ich dabei habe. Und ich finde, der sieht irgendwie sehr, sehr cool und sehr vielfältig aus. Was fällt da auf? Es gibt, das ist schon eine Idee? Nicht Ice White Chat. Auch nicht Blade Runner. Tatsächlich, genau. Ist ein Kubrick-Film. Und was ich da typisch finde, sind diese langen Einstellungen irgendwie. Ne? Also es gibt immer wieder so Segmente, wo überhaupt nicht viel passiert irgendwie. Und das finde ich super typisch. Ist ein Kubrick-Film, genau. Nein? Was gibt es noch zu sehen? Irgendwie so im letzten Fünftel ist ganz viel bunt irgendwie, total weird. Davor ist es irgendwie sehr rot, ne? Dann kommt was Buntes und dann wird es irgendwie ganz hell. Ja, genau. Ja, es ist 2001, genau, Space Odyssey. Und was man da zum Beispiel am Anfang erkennt, irgendwie, da ist ja so ein Bereich hier, der ist von der Farbigkeit völlig anders als der Rest. Ja? Und das ist diese Geschichte mit den Affen auf der Erde. Irgendwie am Anfang ist ein Sonnenaufgang so, genau, und dann turnen die Affen rum. Und das endet dann halt hier und dann switcht es irgendwie in den Weltraum. Genau, das sieht man auch ganz gut. Genau, sonst lange Einstellungen hier, wo sie irgendwie diese am Konferenztisch sitzen oder so. Genau, und was ist das da hinten? Das ist die Szene, wo Hals Gehirn auseinandergenommen wird sozusagen. Ja, das ist relativ lang. Und dann kommt dieser Flug durch das Wurmloch, was halt super fancy Effekte enthält. Und ganz lang ist. Ja, und dann diese Szene in den weißen Räumlichkeiten und so. Und dann ist es schon zu Ende. Genau. Tja, oh, Spoiler-Warning hätte ich vielleicht aussprechen sollen, naja. Ja, cool, genau. Ihr habt jetzt tatsächlich alles rausgekriegt, glaube ich, ohne dass ich euch das gesagt hätte. Das
Habe ich gehofft, hätte ich nicht unbedingt erwartet, aber es ist cool, dass das geklappt hat. Okay. Gut, ich möchte euch nochmal auf ein paar Sachen pointen, die ich cool finde, wenn man so ein Interface hat als Visio-Navigation. Zum Beispiel, das habt ihr bestimmt schon gesehen in den Beispielen, die ich da jetzt hatte, sieht man irgendwie die Anfangstitel und die Credits am Ende. Ne? Die Credits sind immer so eine relativ regelmäßige Struktur von Text, die irgendwie durchlaufen. Das heißt, wenn ich mir so einen Film angucke, dann sehe ich halt schon ganz gut irgendwie, wenn ich mich dem Ende nähere. Also manchmal weiß man ja nicht, irgendwie sind noch 15 Minuten vielleicht, okay, aber wie viel davon ist jetzt Abspann und was ist noch Film? Ne? Dadurch, dass man hier die Struktur so sieht, hat man das halt gleich im Blick und weiß irgendwie, okay, an der Stelle fangen die Credits an. Genau, und da endet dann der eigentliche Film. Was ist das jetzt? Das ist ein Blender-Kurzfilm. Genau. Tears of Steel heißt der, genau. So ein Realfilm mit Computereffekten drin, genau. Ja. Genau. Was passiert noch? Das ist jetzt eine Vortragsaufzeichnung. Das ist dieser TED-Talk, was passiert, wenn man auf Spam-Mail antwortet? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und da sieht man halt sehr gut den Wechsel irgendwie zwischen den Stellen, wo der Vortragende gezeigt wird. Das sind die dunklen Stellen. Und dann gibt es irgendwie die hellen, wo die Folien gezeigt werden. Na, und da sieht man total gut, wann die Folien umschalten zum Beispiel. Dadurch, dass dann diese Striche, wo Text ist, irgendwie sich ändern. Genau. Oder auch hinten irgendwie, da gibt es so einen Abschnitt, wo einfach frei vorgetragen wird und keine Folien gezeigt werden. Das sieht man da auch. Genau. Auch in Vortragsaufzeichnungen gibt es ja manchmal Vorträge, der ganz verschiedene Abschnitte hat. Das ist einer von der GPN, der letzten über irgendwie merkwürdige Programmiersprachen. Und da gibt es halt immer so Blöcke irgendwie, die ähnlich aussehen, innerhalb von denen schon was passiert, aber die dann später nie wieder auftauchen. Ne? Und da kann man halt sehen irgendwie, okay, ich bin jetzt gerade in dieser Section und die geht von da bis da und danach kommt was anderes. Und gerade bei Vortragsaufzeichnungen habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich einen Vortrag zu einem Thema geguckt habe, dass ich so ein bisschen verstehe vielleicht schon, aber nicht vollständig, dann konnte ich jeweils gucken irgendwie, okay, der Abschnitt, in dem ich gerade bin, wenn ich schon eine Vorstellung davon habe, was da erzählt werden wird und vielleicht irgendwie zum nächsten Thema springen möchte, dann sehe ich halt ganz gut, bis wo das geht, ne, und kann dann relativ gezielt diesen Abschnitt überspringen. Genau. Oder was auch in Vorträgen passiert, irgendwie am Ende gibt es halt oft eine Q&A-Phase. Und das erkennt man hier auch sehr gut daran, dass da halt keine neuen Folien mehr auftauchen, sondern dass da dann wieder auf die Speaker-Cam gewechselt wird und da bleibt. Genau. Und wenn man die vielleicht gezielt hören möchte aus irgendeinem Grund oder sowas, kann man da auch direkt hin. Genau. Noch eine coole Sache ist, in manchen Filmen passiert es, dass man allein durch die Farbentwicklung so ein bisschen eine Vorstellung davon kriegt, irgendwie über die Spannungskurve. So, ne? Das ist jetzt auch ein Kurzfilm, Stop-Motion-Horror irgendwie, hat am Anfang relativ warme Farben und ruhige Stellen und so. Und dann wird es irgendwie immer dunkler, so, ne? Das seht ihr. Und in der Mitte wird es nochmal ganz weird bunt und hinten dann richtig dunkel. Und das sind dann irgendwie super creepy Szenen irgendwie. Und auch da würde ich schon sagen, wenn man diese Navigationshilfe hat, ist auch schon fast so ein bisschen ein Spoiler, ne? Wenn man das anguckt, während man das guckt. Also ich hatte irgendwie mal einen Horrorfilm an, wie heißt das? Paranormal Activity? Genau, der hat so einen Wechsel zwischen gruselige Nachtszenen und Tagszenen. Und da konnte ich dann immer schon sehen, okay, die gruselige Szene geht noch bis da und danach gibt's wieder eine Erholungsphase sozusagen. Also, ne, wenn man sonst das zu gruselig findet, kann das ein bisschen Erleichterung sein, irgendwie schon mal sich darauf einstellen zu können. Genau. Und was man auch sieht, nach manchen Filmen gibt's ja so geheime Szenen, ne, nach dem Abspann, wo man dann im Kino sitzt und überlegt, bleibe ich jetzt noch, warte darauf oder ich weiß es nicht. Und das Problem hat man ja zu Hause, wenn man einen Film im Videoplayer guckt, vielleicht auch. Und ne, anhand dieser Struktur sieht man halt, dass nach dem Abspann noch was kommt. Man kann da wieder direkt an den Anfang springen und ab da das noch sehen. Genau, das finde ich auch ziemlich cool. Ja, okay. Also, ich habe das irgendwie für mich benutzt und habe da relativ coole Erfahrungen mitgemacht. Und jetzt erzähle ich euch nochmal, wie es dann weiterging. Also, ich habe von diesem Shell-Script erzählt, was total krude irgendwie diese Sachen erzeugt. Ich bin dann später auf C gewechselt, habe darin ein Kommandozeilenprogramm geschrieben, was diese Dinge rendert. Und das hat FFmpeg intern benutzt, die Multimedia Library, beziehungsweise libav. Ja, und das hat funktioniert. Das war immer ein ziemlicher Pain, irgendwie das zu programmieren, ne, wegen C und so weiter. Naja, das Projekt habe ich damals Nordlicht genannt, weil mich die erzeugten Bilder so erinnert haben an diese Himmelserscheinung, ne, irgendwie. Aber ich habe dann auch gemerkt später, der Name ist halt irgendwie für Leute, die kein Deutsch
können ziemlich schwierig auszusprechen. Ich habe ein paar Leute gefragt, irgendwie, wie sie das finden, und die meinten alle, ja, man kann irgendwie schon vorstellen, sich ein bisschen was darunter, was damit gemeint ist, aber in welcher Reihenfolge jetzt diese Konsonanten am Ende kommen nachher, keine Ahnung, kann man sich nicht merken, kann man nicht schreiben und so. Genau. Deshalb habe ich später einen neuen Namen gesucht, davon erzähle ich gleich noch. Genau. Im Rahmen dieses Nordlicht-Projekts habe ich dann tatsächlich mal den Source Code von VLC genommen und da irgendwie hart gecodet, reingehackt irgendwie, dass es diese Bilder anzeigen kann unten in der Leiste, und fand das schon ziemlich cool. Ja, das Problem davon war nur, dass ich quasi der Einzige war, der das benutzen konnte irgendwie, weil VLC compilen will man eben nicht machen irgendwie, das ist ein ziemlich großes Teil. Und das in Plugin zu setzen, war in dem Fall nicht möglich, weil es so eine tiefgreifende Veränderung ist innerhalb des Interfaces, dass man das, dass es da keine Schnittstellen für gibt, ne, das an die Stelle zu tun. Genau. So dass ich, denke ich, bei dem Projekt eher in Richtung gehen werde, dass man das Ganze in Webplayer einbaut, ne, wo die Leute, die eine Seite verwalten, die Videos abspielt, diese Dinge vorberechnen können, und dann kann man die halt in den Code der Webseite tun, und dann können es Leute so leicht benutzen, weil sie sich nicht selber installieren müssen. Genau. Ich habe jetzt dieses Jahr relativ viel Zeit reinstecken können in das Projekt. Ich bin gewechselt auf eine modernere Sprache, nämlich Rust, und auf eine Multimedia-Library, die ein bisschen aktiver maintained wird, nämlich GStreamer. Bei FFmpeg, das hat ganz gut funktioniert eigentlich, aber vor allem mit der Doku war ich da sehr unzufrieden. Also die Doku besteht darin, Header-Files zu lesen, und weiß nicht, das muss nicht unbedingt sein. GStreamer ist ein bisschen modularer und genau, aktiver maintained. Und damit bin ich ganz happy mit der Kombination. Genau. Und wie gesagt, ich brauchte neue Namen. Ich brauchte auch erstmal überhaupt einen Namen für dieses Interaktionskonzept. Ja? Irgendwie so ein Farbverlauf-Dings unten zu haben. Das ist halt was Neues und da gibt es irgendwie keinen etablierten Namen für. Naming Things ist hart. Ihr kennt das ja. Das ist eines der schwersten Probleme der Informatik. Und was ich dann meistens mache, wenn ich vor dem Problem stehe, ist, ich frage Leute. Also ich habe diese Webseite benutzt, All Our Ideas. Das ist so eine Art kollaboratives Brainstorming und Ideenfindungstool. Ja, und da kann man selber Ideen, die man hat, reinschmeißen. Und wenn Leute da draufgehen, dann kriegen die halt so eine Abstimmung irgendwie. Findet ihr jetzt Chronometric Explorer besser oder Time Slice? Ja. Und dann kann man sich entscheiden, so ein bisschen wie Tinder für Ideen ist das oder so quasi. Und wenn man noch selber eine gute Idee hat, kann man die unten in dieses Kästchen schreiben und dann wird das mit in den Topf geworfen und Leute, die später darauf gehen, kriegen das auch mit angezeigt. Und da suchte ich jetzt halt einen Namen für dieses Konzept überhaupt. Und die 10 besten Ideen, die dabei rausgefallen sind, sind diese hier. Ich habe da noch so ein bisschen mit meinem subjektiven Blick drauf geguckt und fand zum Beispiel die ersten beiden zu wenig räumlich, zu wenig grafisch. Also da kommt schon die Idee einigermaßen rüber. Aber was das für mich halt ausmacht, ist irgendwie, dass man optisch irgendwie Metadaten über den Verlauf des Videos hat, so dass ich mich dann für eine Option entschieden habe, die auch ziemlich hoch gerankt war und auch nicht weit entfernt von den anderen, nämlich die Visual Timeline, die visuelle Zeitleiste. Und das finde ich sehr selbstbeschreibend, irgendwie es klingt hübsch und so, das irgendwie hat alle Boxen gecheckt bei mir, insofern passte das ganz gut. Genau. Und der zweite Name, den ich brauchte, war halt für das Projekt selbst, nachdem ich von Nordlicht weg wollte. Und da habe ich auch dieses Tool für benutzt. Da hat sich eine sehr klare Präferenz unter den Leuten, die das benutzt haben, hervorgebildet, nämlich Timelines. Insofern heißt das jetzt Timelines. Genau. Ich habe irgendwie ein Logo gebastelt und eine Homepage, zeige ich euch später noch, und da ein bisschen dokumentiert, was das Projekt alles so kann. Genau. Und das Interface, wie es gerade ist, sieht halt oft so aus. Ne? Man hat, das ist jetzt. Was sagst du? What are you thinking about? Ja, genau. Das ist so ein Demo-Video, ne? Irgendwie mit bunten Animationseffekten und passender Musik dazu. Das ist in dem Fall jetzt ein eingebettetes YouTube-Video. Und da kann man halt unten dran basteln, dieses Interface, wo man irgendwie Überblick über den Farbverlauf und die verschiedenen Szenen dieses Videos erhält. Man hat so einen kleinen dreieckigen Marker, der einem zeigt, wo man gerade ist. Und wenn man mit der Maus drüber fährt, kriegt man halt so ein Pop-up-Thumbnail, um sich genauer anzugucken, was da ist. Und gerade diese Kombination aus der visuellen Zeitleiste und den Thumbnails, die man hat, funktioniert für mich gefühlt super, super gut. Also da hat man sehr schnell einen direkten Überblick darüber, was in dem Video so passiert und kann da an bestimmte Stellen gehen. Also in dem Video gerade gibt es so einige musikalische Stellen, die ich total geil finde einfach und wo ich dann vielleicht nochmal hin möchte und nochmal und nochmal. Und ja, genau, ihr kennt das. Okay.
ich das Leuten gezeigt habe, habe ich auch irgendwie aufmunterndes Feedback bekommen dafür. Ne? Also da meinte jemand, das fühlt sich an wie die Art von Dingen, wo wir uns irgendwie wundern werden, wie wir es jemals ohne geschafft haben, wenn man sich daran gewöhnt hat. Ja? Dass wir jetzt tatsächlich in der Lage sein werden, leicht Sachen in Videos zu finden. Ja? Oder ich saß irgendwie neben jemandem, die mir in einem Video was zeigen wollte, irgendwie auf YouTube oder so, und die meinte dann, ach, schade, dass dieser Player keinen Timeline-Support hat, sonst könnte ich das leichter finden, irgendwie anhand der Struktur. Ja? Also das fängt man an zu vermissen, irgendwie nach einer Weile, wenn man das kennt. Ja? Oder really helpful, I want this on everything. Und ich möchte das auch überall haben. Ich möchte das auf Netflix und ich möchte das bei irgendwelchen YouTube-Videos und ich möchte das auf mediaccc.de. Ja? Und ich glaube, das Wichtigste, was ich euch mitgeben möchte durch diesen Vortrag, ist so eine Unzufriedenheit mit den momentanen Systemen, die es gibt. Also ja, für mich ist das zumindest so, wenn man das einmal irgendwie benutzt hat und sich dann gewöhnt hat, dann geht das wirklich nicht mehr gut ohne irgendwie und dann möchte man nicht mehr zurück. Und das ist bestimmt nicht der letzte Schritt und die beste Lösung, irgendwie, um Videonavigation zu machen, aber fühlt sich für mich gerade an wie ein ganz guter Schritt. Genau. Also seid unzufrieden. Genau. Das hier ist irgendwie die Lightning Talk Session von der letzten GPN. Und da sieht man halt auch irgendwie in der Zeitleiste unten ganz gut die Struktur und irgendwie so zusammenhängende Bereiche und kann dann gucken, dass man an den Anfang von bestimmten Lightning Talks springt. Genau. Okay. Und jetzt erzähle ich noch ein bisschen darüber, was es so an Software tatsächlich gerade gibt und wie ihr das für euch benutzen könnt momentan. Ich habe zu dem Projekt diese Webseite gebastelt, Timelens.io, und darauf versucht, möglichst gut zu dokumentieren, was es gibt und wie man das benutzt. Und da sind viele Beispiele drauf, irgendwie, die ihr ausprobieren könnt. Und da können wir einfach ein bisschen gemeinsam mal durchgehen, was es da gerade so gibt. Also es gibt ein Kommandozeilentool, ne, namens Timelens. Und ihr müsst das jetzt nicht alles lesen, aber in diesem dunklen Kasten seht ihr irgendwie ein Beispielkommando, wenn man da einfach eine Videodatei hinter tut, dann rattert das da durch und zieht sich die Frames raus und skaliert das passend und so und spuckt dann einen JPEG aus, das da unten zu sehen ist, mit einer Standardgröße. Genau. Ich habe JPEGs genommen, das tut mir auch so ein bisschen im Herzen weh, das zu komprimieren, aber später, wenn man das ins Web tut, irgendwie ist man halt froh darüber, dass man kleinere Dateien hat. Wenn euch da eine bessere Lösung einfällt, macht gern Vorschläge. Genau. Also das ist so das Standardverhalten. Wenn man nicht zufrieden ist mit der Größe oder dem Dateinamen, der da rauskommt, dann kann man das halt auch angeben. Ne? Kann man die Option Timeline benutzen und dahinter einen Dateinamen tun, wo das reingespeichert werden soll und minus W und minus H die Größe einstellen. Genau. Und außerdem, was dieses Tool kann, ihr habt ja diese Pop-Up-Thumbnails gesehen in dem Interface. Das kann die auch gleich mit erzeugen, damit man die dort einbinden kann. Das geht mit der Option minus minus Thumbnails. Ja? Und das habe ich so gelöst, dass da gibt man an den Ausgabenamen einer VTT-Datei. Das ist so ein Untertitelformat fürs Web. Und das hat sich einfach etabliert, irgendwie das zu benutzen, um anzugeben, welche Thumbnails zu welchen Zeitabschnitten im Video gehören. Also da unten ist der Anfang davon angezeigt. Da steht dann irgendwie von Sekunde 0 bis Sekunde 5,786. Irgendwie geht dieser eine Thumbnail. Und das Tool macht das so, das rendert nicht jeden Thumbnail einzeln raus, sondern das macht so Sheets. Ich zeige mal kurz, wie das aussieht. Das sind dann so Grids von 6x6 Thumbnails in einem. Das habe ich so ein bisschen geklaut davon, wie YouTube das macht. Die haben ja auch diese Thumbnail-Optionen. Genau. Und in dieser VTT-Datei steht dann halt, ne, der gesuchte Thumbnail befindet sich in thumbnails00.jpg. Und dann kommt diese Media Fragment Notation an der Stelle 00. Und dahinter steht noch die Größe irgendwie, den rechteckigen Ausschnitt daraus. Genau. Das ist auch ein relativ generelles Format irgendwie, wo man relativ flexibel ist. Wenn ein Player das interpretieren kann, kann man relativ gut irgendwie das auf Dateien aufteilen, wie man möchte und wie es einem praktisch erscheint. Genau. Ja, genau. Und wenn man diese Bilddateien erzeugt hat, ist halt der nächste Schritt noch, die auch irgendwo einzubauen. Und dafür gibt es so ein bisschen ein JavaScript, eine kleine JavaScript-Library, die einem das erlaubt. Ne, im Wesentlichen besteht die aus einer JavaScript-Datei und einer CSS-Datei, die man sich da unten in der dunklen Box in den Header der Webseite einbinden kann irgendwie. Und dann kann man das halt benutzen und sich auf die Webseite irgendwie ein Div tun, was quasi dieses Interface nachher enthalten soll. Dann ruft man die Funktion Timelens auf, tut da die ID dieses Divs rein und dann noch zwei Optionen, die angeben, wo die Timeline liegt als Datei und wo diese VTT-Datei für die Thumbnails liegt.
Ne? Und dann macht das plopp und hat man dieses Interface, das ihr gesehen habt. Genau. Und wenn ihr das irgendwie integrieren wollt mit Playern, die ihr habt, dann gibt es noch diese beiden Callbacks. Die heißen Seek und Position. Seek ist dafür, dass wenn ihr in diese Timeline irgendwo reinklickt, um da hinzuspringen, dann wird Seek aufgerufen mit einem Argument namens Position, die angibt einfach, in welche Sekunde ihr gerade versucht zu springen. Ne? Und dann könnt ihr eurem Player sagen, übrigens, der Nutzer möchte gerade an diese Position springen, ja, wechsel da mal hin und spiel von da weiter ab oder fang an zu spielen. Genau. Und der andere Callback heißt Position, der wird aufgerufen, wenn das Interface wissen will, wo es diesen kleinen Marker hinsetzen soll. Also da kann man abfragen, wo ist der Player gerade, an welcher Sekundenposition. Und ne, da könnt ihr dann halt irgendwie euren Player mal fragen, wo ist der gerade und das returnen und dann kriegt das Interface das zurück. Genau. Und damit kommt man schon relativ weit. Genau. Es gibt tatsächlich für konkrete Videoplayer auch schon fertige Plugins. Es gibt zum Beispiel diesen Player Media Element JS. Das ist ein relativ großer, den zum Beispiel WordPress und Mozilla benutzen. Und der arbeitet so, dass man halt so einen HTML-Video-Tag irgendwo reinschreibt und dann ein bisschen JavaScript aufruft und dann wird daraus ein hübscherer Player gemacht, sozusagen, ne, der zusätzliche Funktionen hat. Das ist auch der Player, der auf media.ccc.de zum Einsatz kommt, zum Beispiel. Genau. Und da gibt es halt ein fertiges Plugin für. Das heißt, man sagt diesem Video-Tag einfach, man gibt ihm ein Data-Timeline-Attribut. Das ist oben in diesem dunklen Kasten in der ersten Zeile hinten, wo die Timeline ist, das Bild. Und dann tut man einen Metadata-Track rein mit dem Label Thumbnails und kann da dann sagen, da ist die VTT-Datei, die du brauchst. Genau, und dann tut man unten in dieses Features-Array den String Timelines rein und dann funktioniert das alles automatisch und sieht dann ungefähr so aus, ja, in dem Interface. Genau, da muss man also nicht viel selber tun. Genau, und ein zweites Plugin gibt es für den Clipper-Player. Der initiiert sich auch auf so einem leeren Div, wie ihr das oben seht. Und wenn man den aufruft aus JavaScript, dann sagt man da übrigens, ich möchte das Timelines-Plugin benutzen. Und unten in diese Timelines-Option kommt dann auch wieder die Position der Timeline und der Thumbnails-Datei rein. Und dann passiert der Rest automatisch. Und das sieht dann ungefähr so aus. Genau. Gut. Das ist das, was es gerade gibt. Ich habe noch ganz viele Ideen im Kopf, irgendwie in welche Richtung es gehen könnte oder was man noch machen könnte. Ich möchte noch ein bisschen davon erzählen. Tatsächlich bin ich dran, ein Plugin, also eine Erweiterung für media.ccc.de zu bauen, die das einbettet. Und das ist jetzt so eine Übersichtsseite für Videos, wo man dann quasi für jedes Video schon mal so eine Timeline sehen würde und irgendwie ein bisschen drin rumscrollen kann, an welcher Stelle was ist und so. Und kann man gucken, ob das irgendwie interessant klingt. Und wenn man dann da drauf klickt, dann springt man im Player später quasi direkt an diese Stelle. Und da beginnt es dann zu spielen. Und ich glaube, das wird cool. Das dauert noch ein bisschen, bis das fertig ist, aber stay tuned. Genau. Und da, wenn ihr Lust habt, das auszuprobieren, kommt nachher mal zu mir und dann könnt ihr das gerne ein Feedback dazu geben. Ich denke, da gibt es bestimmt auch noch viel dann zu verbessern, wie das funktioniert. Genau. Ja, ich habe auch angefangen, das ist noch super crappy und funktioniert nicht gut, eine API zu bauen für YouTube-Videos. Ja? Also da könnt ihr die Video-ID eines YouTube-Videos reintun und dann lädt es das im Hintergrund mit YouTube-DL runter, irgendwie eine niedrig skalierte Version und berechnet darauf dann die Timeline-Sachen und gibt euch das als JPEG wiederum zurück, einfach auf diesen Call. Ja? Und das dauert gerade noch länger, als mir lieb ist, aber es könnte irgendwann mal funktionieren. Und damit kann man dann halt so Sachen bauen, wie tatsächlich irgendwie Plugins für YouTube selbst. Also das ist jetzt so ein JavaScript-Bookmarklet, was ich mal geschrieben habe, wo man dann irgendwie, wenn man auf einer Videoseite ist, draufklicken kann und dann macht das halt diesen API-Call und injiziert das wirklich in den Code des HTML5-Players rein. Macht unten diese Leiste so ein bisschen breiter, tut da das Bild rein und so. Und das ist geil. Also wie gesagt, ich möchte das überall haben. Und das ist so ein Schritt, der irgendwann vielleicht dazu führen wird, dass man das überall hat. Ja, oder einen Schritt weiter gedacht wäre es halt ein Browser-Plugin oder sowas, was das für YouTube und Vimeo und was auch immer ermöglicht. Genau. Und ich brauche ganz viele Ressourcen, um nicht zu berechnen, diese Bilder. Ja, genau. Genau, das ist noch so eine bisschen weiterführende Idee.
ihr seht da unten diese Suchbox, ne? Und ich dachte, wenn man einen Untertitel hat für ein Video, dann könnte man da ja einen Suchbegriff eingeben und dann kriegt man markiert in dieser Timeline noch eine zusätzliche Metainformation darüber, wo dieses Wort auftaucht. Ne? Also manchmal würde mir das sehr gut tun, irgendwie, wenn ich nach was Bestimmtem suche, irgendwie das zu haben. Genau. Das ist noch überhaupt nicht implementiert oder so, das ist nur eine Spinnerei in meinem Kopf. Aber genau, irgendwie ist ein Beispiel für Funktionen, die man da noch zusätzlich drumherum bauen könnte, denke ich. Genau. Ja, eine andere Sache, die noch ein bisschen in der Zukunft liegt, sind gute Pakete für die Software. Also wenn ihr Arch Linux benutzt, gibt es im Arch User Repository ein Paket dafür. Das heißt einfach Timelens. Aber für andere Plattformen müsst ihr das gerade noch selber bauen. Das ist dadurch, dass das ein Rust-Programm ist, gar nicht schwierig. Ich habe da auch auf der Homepage einfach mal beschrieben, wie das gehen würde. Man installiert sich Rust ab. Ne? Das ist so das Programm, das euch eine Rust-Toolchain baut und irgendwie aktualisieren kann und so. Und im Wesentlichen in der zweiten Box klont ihr dann dieses Repo, geht da rein und benutzt dann Cargo. Das ist so der Rust, das Rust-Build-Programm, um euch ein Binary zu bauen. Und das könnt ihr dann benutzen. Also ich denke, richtig schwierig zu paketieren ist das auch nicht. Genau. Ich glaube, unter Debian ist wahrscheinlich am anspruchsvollsten, das zu paketieren, weil da irgendwie die Guidelines so sind, dass das keinen Internetzugriff haben darf in der Bauphase. Das heißt, man müsste alle Abhängigkeiten, die da untergeladen werden, schon in das Paket reintun und so. Genau, aber es gibt schon Rust-Software, die das macht und da könnte man sich das sicher abgucken, wie das geht. Genau. Gut, dann noch so ein bisschen Blick über den Tellerrand. Was gibt es sonst noch so? Es gab vor vielen, vielen Jahren schon mal in dem Media Player Amarok eine Funktion oder ein Plugin, was sowas Ähnliches für Musik gemacht hat. Ja? Die haben irgendwie versucht, den Rhythmus und die Dynamik an der Stelle zu nehmen und daraus eine Farbe zu berechnen. Ja? Und da kriegt man auch so ein bisschen die Struktur dieses Songs angezeigt neben den Einträgen in der Liste. Das finde ich auch eine coole Idee. Das finde ich nicht so einsichtig, also ich kann euch jetzt nicht erklären, was zum Beispiel rote Farbe bedeutet an der Stelle, weil ich das nie selber benutzt habe. Das muss man erst ein bisschen ein Gefühl für entwickeln, wie das funktioniert. Genau. Aber irgendwie, dass man das auch auf Audiospuren machen kann, finde ich einfach eine sehr reizvolle Idee. Ja. Eine Sache, mit der ich da schon mal rumgespielt habe, ist tatsächlich ein Spektrogramm zu berechnen für ein Video. Also man nimmt die Audiospur und was ihr dann da seht, ist quasi wieder die Zeit in der X-Achse. Und dann für die einzelnen Pixel, je höher der Pixel ist, desto höher ist die Frequenz. Und je röter der Pixel ist, desto lauter ist die Frequenz. Ja, das heißt, irgendwie normal ist schwarzer Hintergrund, da ist irgendwie die Frequenz gar nicht vorhanden. Und wenn es dann blau und gelb und rot wird, wird es immer lauter. Und mit so ein bisschen Übung kann man darin auch Sachen erkennen. Also zum Beispiel hier an dieser Stelle unten, das mit ein bisschen Übung erkennt man, das ist Sprache. Ja, da sind so die Sprachfrequenzen, da unterhalten sich irgendwie gerade Charaktere. Oder, weiß nicht, hier vorne ist so ein roter Streifen hier, das ist ein Schrei, ja, und hier irgendwie, das ist halt, weiß nicht, ein ganz laut anschwellendes Ding, irgendwie mit Chor, der noch Obertöne hat und so. Und genau, ich bin nicht ganz sicher, wie hilfreich das zur Navigation ist, aber es gibt einem halt schon einen Eindruck davon, wie die Struktur der Tonspur ist. Ja, und danach wird es wieder ruhiger. Und ganz hinten gibt es dann hier oben so Punkte, die so ein bisschen rumtanzen, da ist irgendwie Musik, ja. Wie gesagt, mit ein bisschen Übung kann man da drin auch Sachen lesen. Und das finde ich ganz cool. Genau. Ja, dann gibt es noch bei MacBooks. Es gibt ja mittlerweile diese Touchbar. Ja? Und ich habe dazu so ein paar Fotos gefunden. Ich bin nicht ganz sicher, ob das nur Promotion-Fotos sind oder ob das wirklich Software macht, ja? Dass man da auch so eine Timeline mit Meta-Informationen anzeigt. Das ist jetzt irgendein Videoschnittprogramm, wo die einzelnen Audio-Tracks oder sowas angezeigt werden, wo man dann rumscrollen kann. Ja, und das zeigt, dass das eine Idee ist, die irgendwie offenbar aus mehreren Quellen gleichzeitig zutage kommt und irgendwie die Leute reizvoll finden. Ja, und da so eine Farbverteilung eines Videos drin zu haben, fände ich auch reizvoll. Ich habe auch davon Fotos gefunden, aber mir wäre nicht bekannt, dass es das wirklich schon gibt. Genau, das sind, glaube ich, nur Konzepte bisher. So, dann gibt es noch ein bisschen Forschung zu dem Thema Videonavigation und wie man die verbessern kann tatsächlich. Ich habe vor einigen Jahren an der Uni mal einfach eine Auswertung von Literatur gemacht zu dem Thema und da ein paar Sachen gefunden, die in ähnliche Richtungen gehen. Ne, dieses Ding, da haben irgendwie die Leute, die nennen das Interactive Navigation Summaries, so ein paar Sachen ausprobiert. Zum Beispiel ganz unten seht ihr diese bunte Leiste. Ne? Und was die Leute da gemacht haben, ist,
Sie visualisieren die Bewegungsrichtung im Video. Das funktioniert so, es gibt ja diesen farbigen Kreis, den ihr rechts an der Seite seht. Das heißt, wenn unten in der farbigen Leiste irgendwie rote Töne vorkommen, dann findet da eine Bewegung nach oben rechts statt. Ja, also die berechnen auf dem Video, das ist so ein Computer Vision Verfahren namens Optical Flow, und gucken, in welche Richtung sich Pixel verschieben, irgendwie über die Zeit, und werten das dann aus. Das heißt, man kann da sehen, in welche Richtung sich Charaktere bewegen oder sowas. Auch da ist mir nicht ganz klar, wie hilfreich das ist, aber es ist irgendwie cool. Ja. Und darüber, diese breite Zeile, ist halt auch sowas wie, sie gucken sich mal an, welche primären Farben irgendwie in dem Bild sind und sortieren die noch nach irgendwas und zeigen die da an. Genau, das geht auch in eine ähnliche Richtung. Und darüber einfach Thumbnails. Aber da hat man halt, also in Thumbnails sind so grob aufgelöst, dass das, finde ich, für den Inhalt einen ganz guten Überblick gibt, aber für die Struktur nicht so hilfreich ist, dadurch, dass man da nicht so fein und gezielt irgendwie Dinge darstellen kann. Genau. Das hier war noch so eine andere Idee, die Leute mal hatten, Video-Tapestries. Und das ist ein Verfahren, das versucht, sehr, sehr klug Dinge zu tun. Also es sucht sich irgendwie interessante Szenen innerhalb des Videos, wo irgendwie was Spannendes passiert oder so, oder zu passieren scheint für das Programm, und schneidet dann da noch so die Charaktere oder Gesichter raus oder so und ordnet die so ein bisschen zickzackmäßig in diesem Streifen an, sodass man, ne, so ein bisschen eine Collage kriegt irgendwie aus Dingen, die da passieren. Genau, das ist, finde ich, auch hübsch. Und es zeigt auch so ein bisschen den Farbverlauf und genau, geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ne? Ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht bei dem Timelines-Projekt, dass ich denke, also oft, wenn ich das Leuten zeige, dann sagen die, ja, du kannst ja versuchen, klügere Verfahren anzuwenden und irgendwie Scene-Detection zu machen und irgendwie, wo Cuts stattfinden, die kannst du markieren und so weiter, irgendwie Machine Learning draufschmeißen. Aber ich glaube, das ist gar nicht nötig. Also ich habe den Eindruck, so ein wirklich stupides Verfahren, wie es gerade ist, gepaart mit, dass ein Mensch da drauf guckt und da irgendwie Interpretationen draus macht, funktioniert schon sehr, sehr gut. Und wenn man da versucht, irgendwie mit dem Programm was zu, eine Interpretation zu erzwingen, ist das vielleicht gar nicht so hilfreich. Genau, und hier ist noch ein drittes Ding, was ich gefunden hatte. Die versuchen auch mit diesem Problem umzugehen, dass man für Thumbnails so wenig Platz hat in einer Zeile. Deshalb nehmen sie einfach dieses Ding und machen so Wellen draus, die irgendwie in 3D-Raum nach hinten gehen. Ne? Und auf einem Touch-Interface kann man da halt durchscrollen und ein bisschen nach hinten gehen und kann so halt auch relativ viele Thumbnails irgendwie auf einmal sehen. Und wenn man da so schräg drüber guckt, dann hat man auch so ein bisschen den Farbverlauf des Videos. Genau, finde ich einfach auch ganz witzig. Ja. Und schließlich, das ist jetzt noch so der Teil, wenn euch dieser Vortrag gefiel, dann gefallen euch auch folgende Sachen. Es gibt die Community um die Explorable Explanations. Das ist ein furchtbar sperriger Name, wo, glaube ich, niemand so richtig mit zufrieden ist, wo aber auch niemand was Besseres gefunden hat. Die beschäftigen sich damit, wie man in so einem dynamischen Medium wie einem Computer mit Interaktivität irgendwie Sachen erklären kann. Ja, das heißt, da sind Leute, die versuchen, Konzepte zu erklären, dadurch, dass man sie dann am Computer ausprobieren kann, dass man irgendwie Modelle und Systeme hat, die man live verändern kann und dann sieht, was dabei passiert. Und da sind viele spannende Sachen rausgefallen. Also kann ich euch empfehlen, mal zu gucken, was es da so gibt. Genau. Ein Mensch, der das irgendwie mal ein bisschen angestoßen hat, ist Brett Victor. Der hat einen Artikel geschrieben, den ich sehr gut finde, Up and Down the Ladder of Abstraction. Und da geht es darum, wenn man so ein dynamisches Modell hat, wie man einem Menschen irgendwie einen möglichst guten, weitreichenden Blick auf dieses Modell und zu Verständnis dieses Modells geben kann. Das Beispiel, das er in diesem Artikel benutzt, ist dieses rote Auto, das irgendwie über eine Straße fährt und versucht, auf die Straße zurückzulenken, wo man dann ganz viele Parameter einstellen kann. Und dieser erste Schritt auf der Abstraktionsleiter nach oben ist halt auch, dass man nicht mehr nur das Auto zu einem Zeitpunkt anguckt, sondern tatsächlich den gesamten Verlauf über die Zeit anhand dieser gestrichelten Linie darstellt. Und wenn man dann anfängt, an den Parametern rumzuspielen oder an den Algorithmen, die dieses Auto steuern, dann sieht man direkt die gesamte Auswirkung auf das Verhalten dieses Autos. Und wenn man so will, ist Timelens auch irgendwie ein erster Schritt in dieser Abstraktionsebene nach oben, halt über die Zeit zu abstrahieren und nicht mehr nur ein Frame gleichzeitig anzuzeigen, sondern über die gesamte Zeit irgendwie einem Informationen zu geben. Genau. Das geht dann noch weiter damit, dass, weiß nicht, quasi verschiedene Algorithmen gleichzeitig angezeigt werden und so. Ich empfehle euch, das mal auszuprobieren. Da sind auch interaktive Beispiele drin. Genau. Fand ich sehr inspirierend und hat vielleicht auch irgendwie, dadurch, dass ich das gelesen habe, ein bisschen diesen Gedanken gefruchtet bei mir, irgendwie sowas zu bauen für Videos.
Genau. Und schließlich dieser Mensch, Brad Victor, macht gerade ein relativ cooles Ding namens Dynamic Land. Das ist auch so die Vision, wie kann man irgendwie eine neuartige Form bauen, mit Computern zu interagieren. Und die Vision ist so ein bisschen, dass man einen großen Raum hat irgendwie, wo unter der Decke, weiß nicht, Projektoren und Kameras sind und so. Und dann arbeitet man innerhalb dieses Raumes halt wirklich mit physikalischen Objekten. Man kann irgendwie ein Programm schreiben und ausdrucken und auf den Tisch legen und dann wird das ausgeführt und interagiert irgendwie mit den Programmen, die da drum rumliegen. Und so kann man dann irgendwie sehr cool kollaborativ mit Leuten irgendwie an einem Ding arbeiten, weil es halt wirklich konkret vor einem auf dem Tisch liegt. Das finde ich auch super inspirierend, irgendwie damit zu kriegen, was die da so gerade rumforschen. Ja, genau. Gut, damit bin ich am Ende meines Vortrags angekommen. Da oben sind nochmal Links irgendwie auf mich und dieses Projekt. Genau. Ich werde unterstützt bei dem Projekt vom Prototype Fund, vom BMBF und der OKF Deutschland. Dafür möchte ich mich bedanken für die Unterstützung. Und genau, wenn ihr Lust habt, habt ihr noch ein paar Minuten, mir Fragen zu stellen. Danke fürs Zuhören. Ich habe hier Mikros und kann die einfach mal rumreichen. Ja. Hi. Geht das Mikro? Ja. Vielen Dank für den Talk, war sehr interessant. Ich fand besonders interessant, was du vorhin gesagt hast zu den Kontrastkanten, dass man das irgendwie intelligenter machen kann. Und ich glaube, dass man das relativ gut kombinieren kann, ohne das komplizierter zu machen, einfach indem man kein 1:1 Mapping hat von einem Pixel sozusagen oder Pixelspalte zu einem Zeitpunkt, sondern dass man das intelligent vergibt, das Mapping. Also, dass man das so sozusagen magnetisch macht auf Kontrastkanten. Besser erklärt in den Thumbnails, da würden die dann halt ausgesucht, immer am Anfang von so einer Kontrastkante. Und dann entsprechend werden die Zeiten anders, werden keine gleichförmigen Blöcke von Zeit immer, sondern halt ein bisschen nach vorne, nach hinten verschoben. Und dadurch spart man sich dann Daten quasi, weil man nicht Thumbnails füllen muss in irgendwie einen Bereich, wo eh nichts passiert, meinst du? Und du kannst halt auch, du navigierst halt genau dahin dann auch, wo du hin willst, nämlich an den Anfang von einem Schnipsel. Verstehe, was du meinst, ja. Ja, gute Idee, danke. Ja, genau, hinter dir ist noch eine Frage. Ja. Du hast jetzt ja gesagt, dass es relativ viel Ressourcen braucht. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Also braucht das ist das Dekodieren hauptsächlich von den Filmen, oder? Genau, man muss Dinge durchdekodieren. Irgendwie, ich denke, da ist noch einiges Optimierungspotenzial, irgendwie tatsächlich kluge Seeks zu machen innerhalb von einem langen Video, ne? Und das nicht komplett durchzudekodieren. Genau. Aber weiß nicht, so für einen Kinofilm irgendwie, den man auf der Platte hat, dauert das halt so ein paar Minuten. Das ist gerade so die Größenordnung auf meinem Rechner, genau. Wäre das dann so denkbar, dass man dann den Player schon startet und währenddessen rendert er im Hintergrund? Oder vielleicht ruft man irgendwie mit dem Hash das vom Webdienst ab? Oder hast du da irgendwelche Ideen, wie das da praktikabel sein könnte? Das wäre halt eine Idee, ne? Das irgendwie in der Cloud vorzuberechnen und dann kann man darauf zugreifen. Diese API, die ich gezeigt hatte, geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Dass man für YouTube-Videos das schon mal, also das wird beim ersten Aufruf berechnet zu dem Zeitpunkt und dann wird es irgendwie gecached und anderen Leuten, die das auch haben wollen, einfach so wiedergegeben. Genau. Und ich denke, das ist befriedigender, als wenn man eine Datei aufmacht, das dann erst zu berechnen und dann muss man irgendwie darauf warten, dass das fertig ist und hat irgendwie während der ersten Minuten keinen Überblick und so. Ja, vor allem, wenn man ja normal so gleich nach dem Laden wohin springen, ne? Ja. Möchte man eher so einen Daemon auf dem eigenen Rechner haben vielleicht, der mal durch die Videosammlung geht und das vorberechnet oder so, denke ich. Genau. Ja. Hi. 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 Nimmst du nur die Keyframes oder nimmst du alle Frames oder selektierst du die einzeln? Ich nehme alle, also nicht nur Keyframes. Wenn man nur Keyframes benutzt, dann ist es deutlich schneller, aber man verliert viel Information. Also man sieht trotzdem irgendwie Abschnitte, aber man sieht in den Abschnitten keine Bewegung mehr. Ja, also Keyframes, das Konzept ist halt irgendwie, man hat am Anfang einer neuen Szene zum Beispiel einen kompletten Frame in der Videodatei und die anderen sind dann nur noch Diffs darauf. Das heißt, wenn man irgendwie in diese Diff-Frames reinlesen will, dann muss man von dem Keyframe bis zu dem aktuellen Frame dekodieren und das ist halt zeitaufwendiger. Genau. Vielleicht wäre so eine Zwischenlösung denkbar, dass man erst das Ding berechnet auf den Keyframes, was schnell geht, ne, und so eine grobe Struktur gibt und danach dann nochmal eine feinere Berechnung macht oder so, die dann hübscher aussieht und
später dazu kommt oder sowas. Ja, genau. Jo, habt ihr noch andere Fragen? Hast du schon an ein RAW-Data-Format-Export gedacht? Du meinst ein nicht komprimiertes Format für die Bilder, oder? Ja. Also wäre leicht einzubauen. Wäre praktisch. Also man könnte halt, also wärst du auch glücklich mit PNG als Output oder sowas? Man könnte ja einbauen, dass man die Wahl dazwischen hat oder so. Nein. Nein? Du möchtest RAW-Dateien. Ich möchte das gerne in einem gescheiten RAW-Format haben. Okay, ich nehme es als Feature-Request mit. Good. Ja, alles klar. Wenn euch später noch was einfällt, was ihr wissen möchtet oder was, wenn ihr irgendwie Ideen habt oder so, kommt gerne auf mich zu. Ich bin noch beide Tage da. Genau. Ganz lieben Dank fürs Zuhören.